Ja, hallo aus Schirinje. Ich war ja die letzten Tage leider ein bisschen krank und deshalb konnten wir nicht ganz so viel filmen. Ja, ich habe aber trotzdem ziemlich viel erlebt hier. Ich hatte hier eine echt mega gute Zeit. Neben uns waren nämlich noch zwei andere Pärchen hier, eines aus Japan und eines aus Vietnam, also ein vietnamesisch-amerikanisches Pärchen. Und ja, ich habe mit ihnen und auch mit unserem Host ein paar mega coole Abenteuer erlebt und die blende ich jetzt kurz ein. Und zwar habe ich den anderen Paaren und Chükri Yoga Unterricht gegeben. Wir haben gemeinsam meditiert, gekocht, viel geredet und auch immer wieder Spaziergänge und Wanderungen gemacht, unter anderem wie hier beim Sonnenuntergang. Wir konnten selbstgemachten Wein degustieren und Chükri, der Musiker ist, hat uns immer wieder zum Musikspielen animiert und uns vor allem auch viel selber vorgespielt. Das absolute Highlight dieser Woche war aber eine Wanderung zu den Quellen, von wo wir auch unser Trinkwasser bezogen haben. Und diese Wanderung war verbunden mit einem Crashkurs in Kräuterkunde oder Naturkunde. Und zwar hat uns Mustafa, den man hier mit dem roten Kopftuch sieht, durch die Berge geführt. Mustafa ist ein Schafshirte, der dort in der Region aufgewachsen ist und sich sehr gut auskennt, und er hat uns nicht nur die Quelle gezeigt, sondern auch sehr viele Kräuter und Früchte, die dort in der Region wachsen. Und es war echt mega spannend, weil normalerweise müsste man für so einen Kurs auf jeden Fall einiges bezahlen. Und er hat uns wirklich sehr viel erklärt, aus was man Tee machen kann, welche Kräuter man nutzen kann für medizinische Zwecke und welche Früchte und Wildfrüchte, Kräuter und Wurzeln alles gegessen werden oder für Tee oder sonstiges genutzt werden. Und da Mustafa wusste, dass Martina krank ist, hat er mir gleich noch ein paar Kräuter und Blumen mitgegeben, um daraus Tee gegen Husten zu machen und um das Immunsystem zu stärken. Mega toll finde hier an dem Ort ist, dass wir eigentlich fast immer Quellwasser haben, und das gehe ich jetzt auffüllen. Ungefähr 100 Meter von dem Haus entfernt gibt es hier nämlich diese Leitung, die direkt von der Quelle kommt, vom Berg. Dort waren wir gestern auch, und ja, wir haben hier immer frisches Bergquellwasser. Echt schön kühles, echt lecker und gesund. Kral, Kral. Der Hund übrigens ist der Hund vom Nachbar eigentlich, aber hängt immer auf dem Grundstück eigentlich von unserem Host ab. Und der hat voll das chillige Leben. Der kann sich ständig entscheiden, wo er heute sein möchte. Und kann einfach bequem irgendwo hinlaufen. Wenn es ihm zu blöde wird, geht er irgendwo anders hin. Manchmal übernachtet er auch tagelang jetzt bei uns.
Hat voll das schöne Leben, muss man sagen, ne? Wir sind mittlerweile schon bald die 8. Nacht hier in Siljan-Chat. Eigentlich hätten wir nur 5 Nächte gebucht, ja. Aber es gefällt uns hier echt mega gut und das hat auf jeden Fall auch ein bisschen mit dem Lebensstil und den Gedanken, Ideen von Shukri zu tun. Und ja, wir haben uns überlegen uns ja auch immer ein bisschen, wie wir später leben wollen. Und wir finden das hier echt mega schön und auch interessant. Ja, also nur kurz zum Verständnis, dass ihr euch etwa vorstellen könnt, wie wir hier leben. Also ihr seht auch noch die Bilder, aber das ganze Areal besteht eigentlich aus 3 Airbnbs, wo man jeweils zu zweit oder zu dritt oder so glaube ich, ein Airbnb mieten kann mit eigenem Badezimmer. Und auch Shukri lebt hier, hat seine kleine Wohnung, glaube ich, irgendwo. Einfach auch ein Zimmer. Genau, auch auf dem Ambiente hier. Und da gibt es hier einen großen Gemeinschaftsraum, wo man zusammen chillen kann, wo es eine große Küche gibt. Viele Katzen. Sehr viele Katzen. Ich glaube, ich habe mal was von 12 gesagt, aber es kommen immer noch neue dazu irgendwie. Es hat einen Hund, der immer hier rumchillt. Manchmal läuft noch Hühner durch. Und Truthahn. Also jeden Tag, wo man da ist, entdeckt man ein neues Tier. Ja, und wieso gefällt es uns hier so gut? Also der Hauptgrund ist eigentlich die Common Area, wo wir auch gerade sind. Die Gäste und Shukri teilen sich hier, oder wir teilen uns hier die Küche, das Wohnzimmer und auch den Garten. Und das ist echt mega schön, weil also auch die anderen Paare sind jetzt knapp eine Woche hier gewesen und es war echt mega spannend, sich einerseits auszutauschen, gemeinsam zu kochen, gemeinsam Musik zu machen. Also ich eher weniger, aber Shukri ist halt musikalisch sehr begabt und von den anderen Pärchen haben jeweils auch jeweils eine Person noch ihr Instrument mitgebracht. Das war echt mega schön. Genau, und es ist auch ein bisschen so ausgelegt, eben, dass man sich ein bisschen so trifft, aber das Schöne ist auch, man kann sich auch immer wieder zurückziehen, also man muss nicht überall teilnehmen, wenn man es nicht möchte, aber man kann. Und das finde ich halt so voll schön, wenn alles auf freiwilliger Basis passiert. Ja, und wir haben das jetzt auch sehr schön gefunden und können uns irgendwie so nach dem Aufenthalt hier uns auch gut vorstellen, vielleicht später selber mal vielleicht verschiedene Gäste zu haben, vielleicht auch irgendwas wie ein Airbnb-Guesthouse aufzubauen, wer weiß. Oder auch mit Freunden oder Menschen, die halt gleiche Einstellungen haben, hat auch was schon so ein bisschen Community-mäßig, aber im kleinen Rahmen leben zu können oder zu wollen. Ja, für diese Erkenntnis sind wir sehr dankbar. Wir nehmen heute Abend vielleicht noch die Kamera ein bisschen mit, um euch noch ein bisschen ein paar Eindrücke noch gemeinsam zu vermitteln. Leider können wir euch nicht mehr zeigen vom Städtchen, weil ich krank war. Aber ist wirklich, es lohnt sich sehr, hierher zu kommen. Und Butik möchte gerne noch was sagen. Kommt alle hier nach Siljan-Chat. Ich bin hier und ich bin sehr süß. Miau, miau. Aber wir gehen jetzt los, weil eigentlich wollten wir warten, bis unser Host aufgestanden ist, aber es ist jetzt 5:30 und da sind wir noch nicht wach, ein bisschen speziellen Tagesrhythmus. Dann gehen wir jetzt mal Abendessen und gehen dann noch den Sonnenuntergang anschauen. Wie wir ja schon erwähnt haben, kann der Hund selber entscheiden, was er machen will und er hat sich jetzt entschieden mitzukommen. Siljan-Chat ist übrigens ein kleines Touristenörtchen. Hier wohnen ungefähr 300 Menschen und es ist ziemlich beliebt bei Touristen, die hier Wein kaufen, Wein degustieren und auch Eiscreme und Kaffee kaufen. Ansonsten gibt es hier aber eigentlich nur Berge, Natur und Kräuter. Und hier im Dorf haben wir eigentlich so gut wie gar keine Zeit jetzt verbracht. Okay.
Wir haben jetzt schon zwei Hunde. Also wir haben eigentlich gedacht, dass es gerade hier ein bisschen zu langweilig wird, aber wird es ihm nicht. Und jetzt hat er noch spontan einen Freund mitgenommen, oder? Ja, es ist mega schön hier und wir und die Hundis gehen jetzt hier noch den Hügel hoch. Ja, ich war ja schon mal oben und ich weiß, dass dieser hier zumindest gut klettern kann. Mal schauen, ob er auch kann. Schafft, weil wissen wir einfach nicht. Doch, doch. So, die Zeit in Şirince ist leider schon wieder vorbei. Wir waren jetzt insgesamt 8 Tage hier und müssen jetzt langsam mal wieder weitergehen, weil wir sonst ja, den Rest der Türkei nicht mehr wirklich besichtigen können und hängen bleiben. Nein, wir wären zwar fast gerne noch ein bisschen länger geblieben, weil ich ja auch krank war und viel verpasst habe. Aber eben, es warten noch ganz viele auf uns und im nächsten Vlog seht ihr dann einen Ort, wo wir uns schon sehr darauf freuen und auch sehr gespannt sind. Ja, hiermit beenden wir aber den Vlog. Und wünschen euch Peace und Blumen und einen schönen Tag.